Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Warum nimmst du die Verabschiedung nicht eigentlich einfach einmal auf und drückst dann einfach am Ende nur so einen Knopf? Oder warum sollte ich? Ich möchte jedes Mal aufs Neue meine schönen Vielzahl an Zuschauer rüchen. Yay, endlich mal wieder das gleiche Event wie immer. Ja, wir nehmen jetzt wieder die fünf Patriarchen. Hey, das würde ich auch sagen. Minuten, wir haben nämlich gar keine mehr. In 5 Minuten kommt dann der andere wieder. Ich würde sagen, wir nehmen ja jetzt erstmal keine Konvertierung mehr, aber wir brauchen wieder ein bisschen Geld. Zumal wir jetzt die Steuern wieder, den Armeeunterhalt wieder hochregeln müssen. Boah. Ich bin immer noch so leicht Schluck auf im Hals. 9,10, so 9,11. Also Itzekotl ist ein bisschen besser. Ich mach mal aus Mono einen Herrscher, oder? Einen Anführer, oder? Kann nix, der Mono. Wie in echt. So. Mono wird diese Folge eh nicht gucken, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn doch, dann gut. Moin, Mono. Genau. Oh, komm. Ich dachte, wir würden es auf 20 schaffen in diesem Monat. So. Was wollen wir denn hier am liebsten haben? Hier. Oh, ich wollte mal haben. Brauchen wir noch einen Tag? Ja. Das finde ich auch immer blöd. Wenn man den Anspruch gerade gemacht hat, ist das hier noch nicht registriert. Dann muss man wieder einen Tag warten. Zack. Jetzt haben wir die Dings gekriegt. Wir könnten noch vorher einmal Tech 7 forschen. Oder wir warten jetzt auf den Kolonialismus. Ne, wir forschen das mal gerade noch. So, können wir auch was anderes machen? Den Uniformitätsakt verabschießen. Verabschießen finde ich gut. Machen wir mal gerade nicht, weil uns das die Förderkosten in die Höhe treibt und wir müssen gleich mal noch was fördern. Machen wir aber, nachdem wir das gefördert haben, wenn ich es ja nicht vergossen habe. Meine Güte, was ist denn hier los heute? So, Krieg. Jetzt sind die wieder alle da drin, oder was? Aber diesmal sind sie einzeln drin, das ist in Ordnung. Einzeln drin kann ich leben. So, dann müssten wir die nämlich hier, die Tarasken gleich outpiecen separat. Dann müsste eigentlich machbar sein. Dead müsste eigentlich machbar sein, hoffe ich. Wir werden es erleben. Währenddessen machen wir mal die Beschäftigungstheorie für unsere, Theorie vor allen Dingen, Therapie für unsere Diplomaten. Offensichtlich haben wir nicht zwei, mit denen wir das machen können. Ja toll, dann geht er zu dem, wo wir schon 200 haben. Das mag ich an diesem Tool nicht, ne? Warum geht er nicht zu dem, wo wir noch nicht 200 haben? Ja, mach doch mal einen Mod dafür, der funktioniert. Nee, es soll tatsächlich mit der nächsten Spielversion besser werden. Dann sollen die auch anfangen bei den erzürnten Nationen mit den Nationen, die als nächstes einer Koalition beitreten würden. Aktuell ist das noch nicht der Fall, was ein bisschen bescheuert ist. Ja, aber ich meine, da könnte man doch auch Geld mitmachen mit der DLC. Machen sie doch. Es wird wohl nicht umsonst sein, das DLC. Wobei das DLC schon, das Add-on nicht. Das ist ja immer doppelt getrennt. Aber die machen ja immer die wichtigsten Sachen so, dass man sie kaufen muss. Und so ein paar Sachen, die das Spiel eigentlich verschlechtern, wenn man das nicht gekauft hat, machen sie dann eben nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich meine Truppen so aufgeteilt habe. Das wird sich noch herausstellen. Stell mal auf 4, das dauert sonst ewig. Die stehen alle irgendwie auch nur rum. Weil die Vasallen sind alle nicht loyal. Deshalb greifen die gerade nicht mit an. Diese 2 habe ich gerade erst gesehen, dass wir die noch haben. Nein, römisches Fieber, Corona. Oh mein Gott. Wir müssen... Stellt die Provinz unter Quarantäne! Nee, ich würde sagen... entsendet jemanden, oder? Ja. Wir schicken den Söder mal dahin. Zack. Dann ist er auch nicht mehr hier. Ist auch gut. Es gibt keinen Grund zur Entwarnung. 18. Juni.
Natürlich, lauft ihr so. Was ist das denn für ein Weg? Also manchmal... So. Eine leckere Quiche wollen wir mal gerade mal verhindern. Dann müssen wir einmal nach Quarkamai gehen oder so. Kameradschaftsgeist. Willst du das mal lesen, Sarah? Jawohl! Soll ich das vorlesen? Ja. Die Belastung, die der militärische Lebensstil den Männern auflegt, kann unsere guten Umstände zur Entwicklung eines Geistes der Zugehörigkeit und Kooperation führen, der die Streitkräfte stärkt. Während der jüngsten Konflikts mit Kolyma haben wir deutlich Anzeichen dafür gesehen, dass unsere Truppen besser zusammenarbeiten, als sie eine starke Bund von und Realität dass sie und ein... Nichtbewusstsein gegenüber der Geormundianischen, der Geormundianischen der Krone geformt haben, welche vor einigen Jahren noch schwer vorstellbar gewesen waren. Das ist, was Geormundianische Truppen von anderen unterscheidet. Der Geormund kann's halt. Hab ich schon immer gewusst. Flink wie Fledermäuse. Zäh wie, was gibt es in Mexiko? Zäh wie Kokain und hart wie Goldprovinzen. So. Da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Ja, ihr macht das da hinten schon. Wir müssen jetzt mal hier nach Pazikutako oder so. Wir haben halt leider nicht, gerade nicht übrig, dass wir Mauerdurchbruch uns kaufen können, ne? Nee. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Das ist meine Meinung dazu. Wir sind aber hier gleich in Mexiko. Ach ja, deshalb ist es ja unsere Meinung, ne? Oh. Tagol? Ja, bitte? Oh! Eine strenge Etikette! Itzquattl schloss sich Mono der Zweite der Erste eines Abends zum Abendessen an. Die Gerüchte besagen, dass das Gespräch nicht gut verlief. Was offenbar als Streitigkeit über Etikette begann, führte bald dazu, dass der gewöhnlich wohlgesittete Thronfolge inmitten der Mahlzeit herausstürmte, dicht gefolgt von Mono der Erste, der Zweite der Erste. Der schrie, dass der Hundesohn versucht habe, ihn zu vergiften. Das war vermutlich ein Missverständnis. Endlich will ja kein Prestige mehr. Warum haben wir den jetzt nicht Jormund genannt? Das durften wir nicht. Der war schon da, als der war quasi schon geboren. Ach, Itzquattl war davor schon da. Ja, das ist ja auch nicht sein Sohn, weil Mono ist ja 54 und der Thronfolger 45. Das ist ein bisschen schwierig. Mono hat vielleicht einfach früh angefangen. Ja, ich glaube, das wird schwierig. Du kennst doch Mono. Ja, deshalb sage ich ja, ich glaube, es wird schwierig. So. Kann jetzt mal Panna Cotta da fallen. Vielleicht fällt das hier alles schon wieder. Oh. Es wäre aber ganz gut, wenn wir die hier dazu kriegen würden, dass sie alle ihre Vasallen aufgeben. Das wäre vielleicht ganz, ja, ganz schön. Ja. Einmal ausspreaden. Okay, dann können wir es sogar anders machen, wenn die gerade gefallen sind. So, einmal kurz den Warscore hier in die Höhe treiben. Unsere Kolonie selbst erhalten. Sehr gut. Jawohl. Haben wir noch irgendwo Handelszentren hier? In Panama? Nee, doch hier. Ja, in Panama halt. Ja, Panama gehört uns ja schon. Da, wo Bogota ist. Schicken wir das mal hier so hin. Und dann würde ich sagen, wäre doch schön, wenn die Tarasken uns Geld gäben. Oh, 115, Zarok. Kriegsteuern. Was? Mexiko. Schade. Mexiko. Ja, Mexiko wäre wirklich schön. Zumal wir dann wieder unser Land connected haben und mehr Gold. Mehr Gold ist immer gut. Mehr Gold ist ganz viel Gold. Alternativ könnten wir sagen, sie sollen Vasallen aufkündigen. Das wollen sie aber nicht. Pff, Frechheit. Wollen uns jetzt immer noch nicht Mexiko geben, einfach so. So, weil wir das noch nicht belagert haben.
Ja, dann belagern wir mal Mexiko, oder? Ich glaube, wir sollten mal Mexiko uns holen. Ja, Mexiko ist gut. Ich finde Mexiko dufte. Wo ist denn überhaupt noch unser Gegner? Da oben? Den Rest haben wir. Das ist sehr gut. Wir brauchen nur noch Mexiko und das... Ja, dann können wir jetzt hier unten wieder weitermachen, aber... Und das Baklavan da, was dort daneben ist. So, ich mach mal wieder hier manuelle Steuerung von... Übrigens, wann fängst du denn an mit Kochsendungen? Gar nicht. Wobei ich koche in letzter Zeit ziemlich viel, das muss ich schon sagen. Ja, aber was anderes bleibt einem auch im Moment nicht übrig. Ja, das stimmt. So, ihr gehört uns, ne? Ja. Das ist korrekt. Wo sind die anderen Truppen? Ich habe den Überblick verloren, wer alles zu uns gehört. Ja, das ist mir auch schon länger so gegangen. Natürlich hat er jetzt den Falschen da rausgenommen. Das ist immer das Gleiche. Ach, ne, korrekt. So, dann lagerst du jetzt eben das da. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass Mono in der Armee ist, weil ja, unser Nachfolger ist hier eher so ein... Nee, der ist besser als Mono, das habe ich nachgeguckt. Also generell ist er besser als Mono, ein Punkt. Nur die Verteilung ist halt leicht anders, aber das ist nicht so schlimm, denke ich. So. Dann belagern wir mal wieder weiter. Ich habe gleich endlich wieder leicht positives Prestige. Wie gut seid ihr eigentlich? Deck 5. Ja, sollten wir hoffentlich schaffen. Ja, easy. Mono hat ein Achievement gekriegt quasi. Warte mal. Was? Mono ist jetzt... Geil. Da steht's. Inspirierender Anführer ist Mono. Jawohl. Das habe ich mir schon immer gedacht. So kenne ich ihn. Waffenstillstand mit irgendeinem random Dude beendet. Ich muss mal gerade hier ein paar Truppen bauen. Da unten in Schniersland oder? In Stettin, genau. Brauchen da halt leider welche. Sonst kommen da gleich böse, böse Eingeborenen und schwuppdiwupp ist unsere Kolonie dahin. Da hat er recht. So, Mexiko ist gefallen. So, gibt uns Mexiko ganz viel Geld und Kriegssteuer. Ja, Reparation. Nehmen wir. Ja, bei Mexiko. Ja, bei Mexiko. So, euch töten wir eben. Endlich wieder eine liturgische Reform. Alter. Wir nehmen jetzt, würde ich sagen, die patriarchalische Autorität. Wir haben 99 ja. Legitimität. Das ist doch exakt das gleiche, was wir vorhin schon hatten. Ja, das kommt ständig, aber das ist ein ziemlich gutes Event. Wann kommt denn eigentlich der Komet wieder? Sowas darf man nicht laut sagen in EU4 Zalrock. Ja, das war, du hast damals gesagt, das ist voll oft. Dass der Komet, ja, ist es kommt. Auch. Den hatten wir schon lange nicht mehr. Oh, Zalrock. Erstmal wurde jetzt die Staatskirche von England gegründet. Das ist gut. Ja, guck mal. Es sind doch kaum noch Leute gegen uns, weil wir alle auch schon erobert haben, aber... Weil niemand mehr da ist, der gegen uns sein könnte. Ja, so macht man das halt. So, holen wir uns noch die überlegene Feuerkraft. Eine Stärke unserer Armee besteht im Einsatz massiver Feuerkraft zur Störung des Feindes, dem wir im Anschluss daran den Gnadenstoß versetzen können. Unsere Kommandanten wird dies bewusst sein. Fernkampf, Armeeanführer, plus 1. Aber geil, wird halt viel Moral kriegen. Der Stolz der Einheit beim nächsten Mal. Da freue ich mich schon drauf. Wir haben mittlerweile auch wieder Prestige plus. Ja, weil wir ja auch Schlachten gewonnen haben. Auch und genannt Kriege. Plus Prestige. So. Wer ist denn der Nächste, der fällt? Wahrscheinlich irgendwann wir. Ja, wenn die Spanier kommen. Haben wir noch Feinde auf dem... Ja, die sind alle gerade... mit dem haben wir gerade alle Frieden geschlossen, weil das alles die Vasallen von dem Typen sind.
Wir haben leider auch immer noch keine Grenze direkt zu denen. Ich mache jetzt einfach mal hier mit denen. Ach nee, ich muss sowieso das Spionagenetzwerk da aufbauen. Wird jetzt auch ein bisschen länger wahrscheinlich dauern, bis wir wieder mit den Krieg erklären können, weil wir relativ viel Kriegsstand gefordert haben von denen. Aber macht nichts, dann können wir wieder ein bisschen sparen. Ich habe die Rebellen ausgelockt mit dem Knopf Eingeborene angreifen. Den habe ich schon ganz häufig genutzt. So. Ja, wir machen nicht genug Geld, als dass wir jetzt konvertieren wollen. Guamar will Tarasken angreifen. Das finde ich gut. Natürlich. Vielleicht sorgen die dafür, dass wir hier... Oh, wir haben Waffenstillstände beendet. Mit wem? Mit euch da oben können wir wieder... Haben wir noch einen Waffengrund? Einen Kriegsgrund gegen euch? Waffengrund? Ja. Machen wir doch. Der gute alte Waffengrund. Da lasse ich mich doch nicht bitten, nicht? Portugal hat uns als Rivalen bestimmt. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gut finde. Die haben 39.000 Truppen Limit, haben aber aktuell 19.000 Truppen und sind uns, glaube ich, technologisch maximal einen Tech voraus, in der Tat. Was aber daran liegt, dass wir gerade hier mit unserem Tech ein bisschen nachlässig sind, weil wir auf die offensiven Ideen gehen, ziemlich massiv gerade. Würde ich auch noch einmal machen wollen. Ne, wir nehmen sowieso das gerade. Nein, Itzhak Kuttel ist gestorben. Zalrok. Moment. Und wir haben einen neuen Thronfolger, den wir wieder nicht benennen können. Und zwar Akambal. Ah ja, Akambal. Der ist aber gut. Was wurde denn den jetzt hergezeugt? Der ist aber gut. Ja, Vater mit 55, ist ja fast wie Bernie Ecclestone hier. Der wird übrigens nochmal Vater. Ja eben, sonst hätte ich das nicht gesagt. ja komm. Ich finde es übrigens frech, dass man hier bei den Punkten ins Minus gehen kann. Das war früher nicht so. Aber gut, dann war die Option immer ausgegraut. Früher war alles besser. So, dann machen wir jetzt mal wieder einen Krieg. Vor lauter Tod unseres Itzkoatl. Diamanten aus der neuen Welt! Diamanten! Eine Art Stein, der so beständig ist, dass er außer mit seinen eigenen Staub nicht einmal poliert werden kann, war für eine lange Zeit der seltenste aller Edelsteine. Seit Jahrhunderten ist Indien die einzig bekannte Diamantenquelle der ganzen Welt gewesen und selbst dort ist er nur in einigen wenigen gut bewachten Bergbaugebieten zu finden. Mit der Entdeckung großer Mengen Diamanten im Inland von Südamerika sind jedoch Diamanten nicht mehr nur für Könige und Fürsten erschwinglich, sondern auch für reiche Magnaten, Bürger und andere Schmuckliebhaber. Diamanten leben ewig. Oh, wie viel Geld wir kriegen. Preis für Edelsteine verändert sich um plus... Nee, minus 50%. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist schade. Das sind jetzt 5. Weiß ich, ob da jetzt gleich 2,50 steht. Der aktuelle Preis besteht 3 Euro. Like diamonds in the sky. Jetzt sind es nämlich nur 3 Euro. Shine bright like a diamond. Aber ich würde mal kurz sagen, ich zahle nicht unseren Kredit zurück, sondern mache stattdessen was anderes. Ach, du förderst diese komischen... Handelszentren. Wenn ich nur mal wüsste, wie das ging nochmal. Ich kenne mich das da nicht aus. Achso. Nee. Hä? Warum darf ich das nicht? Hier darf ich das. Also theoretisch, aber hier nicht. Achso, weil das wahrscheinlich... Ja, das ist kein Handelszentrum. So, hier bräuchten wir allerdings einen Staat. Gönnen wir uns den mal. Und das ist doch gar nicht so schlecht. Wollen wir uns den auch noch gönnen in Mexiko? Ja, nicht? Können wir noch nicht, weil das noch keine Kernprovinz ist. Könnten das in Panama machen? Panama? Ja. Was soll denn der Geiz? So, aber was ich eigentlich machen wollte, ist bis zum 1. Mai abzuwarten. Und dann euch den Krieg zu erklären. Ha, ihr Loser. Oh, jetzt mäht er da durch wie der Mähmann. Nee, nicht abhauen. Nee.
Ja, du kommst ihm nicht hinterher. Doch, komm da. Easy. Was hast du das denn gemacht? Ich bin hinterhergelaufen. DRS oder was? Wir haben einen Manöverwert und das, der entscheidende Faktor war, sie sind stehen geblieben. Ach so, ja gut. Ich weiß, das klingt vielleicht nicht so schlecht für einen Angriff. Und du wirst dich wundern, aber das ist auch so. Entscheidend. Aber erst mal, ja guck mal, wir haben doch Manöver eigentlich. Ja, ich wollte noch ein paar andere Punkte anführen, aber eigentlich lag es daran. Oh! Ruhm ist unsere Entscheidung, uns auf die Offensive zu konzentrieren, hat dazu geführt, dass viele unserer Nachbarn mit Neid auf unsere Truppen blicken. Wohlan! Gehabt euch wohl! Ja, wir verbessern jetzt wieder Beziehungen bei dem Typen, der schon 200 hat. Ich hasse dieses Ding. Warum nicht mal? Oh Gott. Ja, natürlich. Ja, lies mal. Verwaltungswachstum. Im Zuge des Wachstums des Staats und seiner Bürokratie gibt es eine Fortwährung. Du kannst ja eigentlich die Schrift. Warum hast du die Schrift denn so mega klein gemacht? Das ist doch Bullshit. Hab ich nicht. Wir spielen nur in einer hohen Auflösung. Ja, das ist Quatsch. Gibt es einen fortwährenden Bedarf an Menschen, die verschiedene Ländereien und Funktionen überwachen und verwalten? Der Adel war traditionsgemäß schon immer mehr mit militärischen als mit staatlichen Dienstleistungen verbunden. Aber er hat es zunehmend deutlicher gemacht, dass er bei der Vergabe von Regierungsämtern trotzdem in erster Reihe stehen will. Die Bürger behaupten andererseits, dass der Adel solche Ernennungen bloß als Belohnung verstehe und sie nur zur eigenen Bereicherung benutzt wird. Stattdessen argumentieren die Bürger, sollten wir Männer aufgrund ihrer individuellen Leistung ernennen. Der unerwartete Tod eines zuverlässigen Sekretärs, Itzcoatl, hat mitten in diesem Konflikt für eine freie Stelle gesorgt, für den die Bürger einen Kandidaten unterstützen und der Adel von uns erwartet, einen anderen auszuwählen. Da beide Kandidaten talentierte Männer sind, muss dies eine politische Entscheidung sein. Ich würde sagen, ein großer Stammbaum ist mit großen Fähigkeiten verbunden. Dann kriegen wir nämlich eine diplomatische Beziehung mehr und wir brauchen eigentlich eine. Das halte ich für sinnvoll. Ja, ja, Mama. Mama. Das finden die Bürger gar nicht gut. Bürger, Schmürger. Bayern löscht auch erstmal alle Bürger aus. So wie immer. So. Guck mal, die sind von wem ganz anders? Wer ist denn Xalito? Hier. So. Erforschung der Gebiete in Übersee. Die Reise nach Übersee ist zumeist eine Reise ohne Wiederkehr. Wir sind doch in Übersee. Denn diejenigen, die nicht von einer Seuche zum Opfer fallen, werden meist von der langen Überfahrt in die Heimat abgeschreckt. Wenn wir die Menschen daran erinnern, welche Reichtümer möglicherweise auf sie warten, können wir sie vielleicht zum Auswandern animieren. Kolonialreichweite erhöht. Machen wir das. Oh nein, ich wollte das dir eigentlich vorlesen lassen. Verdammt. Der Stolz der Einheit. Indem wir unsere Soldaten dazu ermutigen, stolz auf ihre Einheit zu sein, denen sie angehören, stärken wir ihre Moral und bringen sie dazu, noch härter zu kämpfen. Hast du das nicht in der letzten Folge bereits vorgelesen gehabt? Nein, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Doch. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts geht das Erfolg klicken und rechts den Aspekt von mir. Und dann wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.